100% erneuerbare Energien. Funktioniert super, haben sie gesagt. Brauchst dir keine Gedanken machen um Dunkelflaute, haben sie gesagt. Ja, ja. Wie waren Julians Worte damals noch? Du, Julian, wenn wir jetzt alle elektrisch fahren und elektrisch heizen, mit Wärmepumpen zum Beispiel oder sowas, ne? Dann ist das ja alles schön und gut, wenn wir dann auf 100% erneuerbare Energien sind. Aber was ist, wenn denn mal diese berühmt-berüchtigte Dunkelflaute kommt? Das heißt also, wenn wir dann so 2 Wochen lang nur einen bedeckten Himmel haben, kein wirklicher Wind weht, das heißt, die Windräder nicht funktionieren, die Solarpaneele keinen Strom liefern, wie machen wir das dann? Das ist eine Herausforderung. Also diese Situation, dass wir zum Teil eine Woche, 14 Tage lang wenig bis gar keinen Wind haben oder auch so gut wie, und in Kombination mit so gut wie keine Sonneneinstrahlung und vielleicht noch in Kombination mit sehr niedrigen Temperaturen. Also der absolute Worst Case ist ja diese kalte Dunkelflaute. Also im Januar, Februar oder sowas. Genau, Januar, Februar, hoher Heizbedarf und gleichzeitig eben so gut wie keine Erträge aus diesen Anlagen. Dann spricht man von dieser kalten Dunkelflaute und dann hat man ein Problem, das man lösen kann, wenn man das entsprechend angeht. Das heißt, das ist kein No-Go für die Energiewende. Es gibt also mehr als genug Studien, in denen ausgerechnet wurde, wie liegt dann eigentlich der Bedarf an Strom wirklich? Wie kann man den decken? Was muss man heute schon tun, um in einem Szenario wie hier zum Beispiel vom Umweltbundesamt gibt es ja so ein Szenario 2050 100% erneuerbare Energien, aber auch in vielen, vielen anderen Szenarien und in vielen anderen Studien, die es schon gibt, auch vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages geguckt wurde, wie muss man sich heute darauf vorbereiten? Wir steuern ja auf diese 100% erneuerbare Energien zu und im Moment sind wir eigentlich dabei, die, sagen wir mal, doch schwankende Einspeisung erneuerbarer Energien erstmal in das jetzige System zu integrieren. Ja, wir haben noch Kohlekraftwerke, wir haben noch Atomkraftwerke, wir haben Gaskraftwerke, also in dieses alte System zu integrieren und sind auf diesem Weg, diesen Übergang zu schaffen und muss sich jetzt schon überlegen, so in 2 Jahren gehen die Atomkraftwerke vom Netz, in den nächsten 15 Jahren die Kohlekraftwerke und dann muss man ja irgendwie mit solchen Situationen auch umgehen können. Und dann gibt es eine ganze Reihe an Stellschrauben, an Bausteinen, die man dann machen kann und die man auch entsprechend vorbereiten muss, damit solche Situationen funktionieren. Das heißt, unter Stellschrauben verstehst du so eine Art Lastmanagement, also dass man erstmal schaut, zu welchen Zeiten es mehr Sinn ergibt, vielleicht Strom zu verbrauchen? Genau, also das ist Sommer wie Winter eigentlich immer die gleiche neue Herangehensweise zu sagen, wenn ich eben ein Angebot an Energie habe, dann nutze ich es. Ja? So, das kann verschiedene Szenarien geben und das bedeutet im Umkehrschluss auch, wenn ich eben wenig Angebot an erneuerbaren Energien habe, dann kann ich auch an bestimmten Stellen sagen, okay, hier kann ich Verbraucher jetzt mal auch vielleicht mehrere Tage gar nicht nutzen oder sie in der Last einfach mal runterfahren, damit nicht so eine hohe Last im Netz ist. Also das Ganze kann man zusammenfassen unter, ja, der Begriff Stellschraube, den finde ich ganz gut, weil das so zeigt, dass man da variabel arbeiten kann. Das kann im Prinzip jeder von euch auch selber machen und sich einfach mal fragen, wann lade ich denn zum Beispiel eine Powerbank auf? Nur mal so als Beispiel. Mhm. Eine Powerbank haben viele für ihr Handy, was auch immer. Stecke ich die ran, wann ich Lust habe? Oder stecke ich die vielleicht ran, wenn die Sonne scheint? Ne? So, genauso kann ich mir überlegen, sie eben nicht dran zu stecken, wenn eben nicht sowas ist. Und das Ganze, das, was hier im Kleinen ist, kann ich auch im Großen machen. Wann lade ich mein Elektroauto und wann lade ich es nicht? Und das Ganze kann man immer noch größer skalieren. Das hat dann irgendwo seine Grenzen. Aber dieses Lastmanagement, der Fachbegriff dafür ist ja Demand-Side-Management, also Demand-Nachfrage, das eben flexibel zu gestalten, das ist eine ganz, ganz wichtige Stellschraube. Und diese Verteilung, die kann man dann wahrscheinlich erreichen durch so flexible Stromtarife, sodass der Konsument am Ende selber sagt, muss ich jetzt wirklich für 30 Cent diesen Verbraucher nutzen oder mache ich es lieber, wenn der Strom nur 20 Cent oder 15 Cent kostet? Genau, das kann ein Anreiz sein, können unterschiedliche Tarife sein. Das kann aber auch ganz automatisch einfach laufen, dass ich jetzt gar nicht selber darüber nachdenken muss. Aber Digitalisierung der Stromnetze. Aber ich müsste mir dann keine Sorgen machen, also es wird immer Strom da sein, ich müsste mir keine Sorgen machen, auch in den Zeiten, wo er halt teurer ist, wäre genug Strom da, um mein Elektroauto zu laden, um
meine Wärmepumpe zu benutzen. Ja, natürlich, das ist selbstverständlich. Also ich glaube nicht, dass wir, ist auch nirgendwo vorgesehen, ein Szenario, wo es heißt, jetzt ist mal für 3 Stunden lang gar nichts. Das geht einfach nicht. Wir müssen dann am Lagerfeuer sitzen oder sonst irgendwas. Ja, das ist nicht der Fall, sondern es geht eigentlich wirklich nur darum, den Verbrauch an Strom mehr und mehr an den Bedarf erstmal anzupassen. Aber dass es zu wenig gibt, es kann sein, dass es dann mal phasenweise, stundenweise teurer wird. Das ist ja im Prinzip heute auch schon so, dass es aber dann vielleicht spürbar teurer wird oder spürbarer teurer wird, 2-3 Cent pro Kilowattstunde, viel nicht. Aber letztlich wird immer genügend Strom da sein, um dein Haus zu heizen, sein Auto zu laden, Essen zu kochen und das Licht anzumachen. Du hast vorher auch Bausteine erwähnt. Was wären dann die Bausteine, wenn jetzt diese Stellschrauben nicht mehr ausreichen, wenn ich jetzt da komplett alles ausgereizt habe und ich brauche jetzt aber noch was? Was fehlt mir oder was kann ich dann noch nutzen? Dann fängt so eine ganze Latte sozusagen an Bausteinen an, die man nutzen kann. Ich fange jetzt einfach mal wahllos an und fange mal an mit dem europäischen Stromverbund, den wir ja heute schon haben. Also Strom wird überall in Europa produziert, in Österreich, in Norwegen, in Deutschland, wo auch immer, und wird kreuz und quer durch Europa geschickt und auch gehandelt. Wir haben ja keine isolierten Strommärkte mehr, wie das früher der Fall war. Also auch wenn wir immer von unserem deutschen Strommix reden, müssen wir immer berücksichtigen, dass trotzdem schon ganz wild hin und her geschoben wird. Ja. Das ist immer schon ein Mix, der auch sozusagen von den Nachbarländern mitbestimmt wird. Importieren wir Strom aus Frankreich oder importieren wir Strom aus den Niederlanden oder exportieren wir Strom in diese Länder? Es gibt Webseiten, da kann man das live beobachten. Das ist morgens so, das ist nachmittags so, das ist abends, es geht wirklich hin und her. Also wir haben einen europäischen Stromverbund, der kann und der wird auch immer weiter gestärkt werden. Ein sehr, sehr gutes Beispiel, was auch für dieses Thema Dunkelflaute halt wichtig ist, ist zum Beispiel die Stromspeicherung auch über Ländergrenzen hinweg, zum Beispiel in Form von großen Pumpspeicherkraftwerken. Beispiel in Österreich, ja, das geht in Österreich wunderbar. Ich habe mir, als ich im Urlaub in Österreich war, hier von den österreichischen Werken mal so eine Broschüre mitgebracht. Da ist ganz toll beschrieben, wie die österreichischen Pumpspeicherkraftwerke hier schon als Batterie Europas bezeichnet werden. Das ist so eine Variante. Ein anderes tolles Projekt ist zum Beispiel das Projekt Nordlink. Das ist eine Verbindungsleitung zwischen der Nordseeküste und Norwegen. Da geht jetzt die erste Leitung in Betrieb mit einer Kapazität bis zu 3,5 Millionen Haushalte zu versorgen mit Strom, der in Norwegen gespeichert wurde. Und zwar in Deutschland erzeugter Windstrom wird über eine Leitung nach Norwegen geschickt, dort in Pumpspeicherwerken gespeichert und kann wieder abgerufen werden. Also eine Leistung von 1,4 Gigawatt, das entspricht mehr als einem Kohlekraftwerk, was jetzt da schon in Betrieb geht. Dieser Austausch an Strom, ja, das ist ein weiterer ganz, ganz wichtiger Baustein, um solche Dunkelflauten zu überstehen. 1,4 Gigawatt, was macht das ungefähr? Was ist das für eine Größenordnung, womit man was anfangen kann? Wie viele Windräder wären das? Ja, das wären, wenn man es genau ausrechnet, fast 470 Windräder mit 3 Megawatt Leistung. Also das ist, was heute so standardmäßig gebaut wird. Also diese Verbindungsleitung ist in der Lage, den Strom zu übertragen, den 470 Windkraftanlagen auf einmal produzieren können. Und das ist erst die erste von mehreren Verbindungsleitungen, die dort hochgebaut werden soll. Das heißt, das ist also wirklich diese Pumpspeicherwerke in Nordeuropa und Mitteleuropa, in den Alpen, kann man wirklich als einen der ganz wichtigen Bausteine bezeichnen. Deswegen fand ich diesen Begriff hier Batterie Europas wirklich sehr, sehr passend. Aber es ist doch klasse. Dann kann ich mich ja auch jetzt eigentlich entspannt zurücklehnen, mein Elektroauto laden. Wir machen in Sonne und Wind. Und wenn dann irgendwas anderes ist, dann haben wir noch die Norweger und die Österreicher. Und wir können uns gemütlich zurücklehnen, oder wie? Ja, also im Prinzip kann man das fast schon so sagen. Das reicht natürlich noch nicht. Man braucht auch noch ein paar mehr Geschichten. Aber das ist einfach wirklich ein ganz wesentlicher Punkt. Man muss ja auch mal überlegen, dass wir ja auch in Europa mal diesen Gedanken hatten, Europa ist eins, ja. Und dieses Zusammen, diese Energiewende vollbringen und dieser europäische Gedanke, ne? Also Deutschland muss nicht alleine die Energiewende schaffen. Das müssen ja eigentlich alle Länder auf der Welt schaffen. Nicht nur Europa, auch in allen Ländern. Aber Europa hat ja immer schon diesen Gedanken gehabt,
Einheit in der Vielfalt, ja, und das zu übertragen auf das, den Stromaustausch, das gegenseitige Speichern, das Hin und Her von Energie, was gehandelt wird, finde ich eine sehr, sehr spannende Idee, denn wir haben zum Beispiel in Europa ja eine sehr große Nord-Süd-Ausdehnung, das heißt, wir haben im Norden Wasserkraft, wir haben im Süden unheimlich Potenzial für Sonnenenergie, wir haben im Westen Riesenpotenzial noch für Windkraft, auch Offshore-Windkraft. Und das alles zusammen kann ein neues Stromverbundsystem schaffen mit auf der Basis erneuerbarer Energien, wo wir dann irgendwann sagen, warum hatten wir jemals Angst vor Dunkelflauten? Ja? Das bedeutet ja bei so einer Dunkelflaute, die macht ja nun an der deutsch-französischen Grenze nicht Halt. Das ist schon, ne? Richtig, ja, richtig. Aber es bleibt ja dann immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, und in Spanien, da scheint halt immer noch die Sonne oder in Italien und oben im Norden laufen die Pumpspeicherkraftwerke. Mhm. Und also da, ja, dass das alles trotzdem noch so funktioniert, das, weil, genau, eine Dunkelflaute ist ja nicht über Gesamteuropa. Ja. Du hast es schön gesagt, wir haben ja diese enorme Flächen, die Ausdehnung, enorme Fläche. Genau. Richtig, aber es ist auch nur ein Baustein, weil das wird dann auch letztlich nicht reichen, die, was weiß ich, Sonnenkollektoren, die in Spanien gebaut werden, um dann auch noch das Industrieland Deutschland mit zu versorgen. Aber es ist ein Baustein, es ist ein Teil davon. Ein weiterer Baustein ist natürlich, also das Thema Speicher haben wir mit Pumpspeicherwerken schon angesprochen. Das ist ein ganz zentrales Thema. Und dann sind wir letztlich auch wieder beim Speichern von erneuerbarer Energie. Darüber haben wir auch schon sehr oft gesprochen. Und dann muss man dieses Wort Wasserstoff wieder in den Mund nehmen, weil das ist einfach wirklich eine hervorragende Option, um in erneuerbare Energie langfristig zu speichern. Wir haben ja auch, glaube ich, nie Wasserstoff in Zweifel gezogen, sondern immer nur die Frage, wo setzt man es ein? Und Wasserstoff ist eben nun mal eine Variante, Strom sehr gut zu speichern und auch über einen langen Zeitraum zu speichern und ihn dann wieder abrufen zu können, wenn man ihn braucht. Und das ist eigentlich auch, das siehst du über alle Studien, alle Szenarien, alle Simulationsrechnungen, die wir haben. Batterien, wie wir sie im Auto haben, auch wenn wir viele Elektroautos haben, hat nichts mit Langspeicher zu tun, sondern das sind Kurzfristspeicher. Beim Thema Speicher müsste man ja auch sagen, da ist es ja auch die Vielfalt, wie in Europa, richtig, die dann das große Ganze ergibt. Das heißt also, genau, wir haben Batterien oder stationäre Batterien, aber auch in Elektroautos, die für die Regelenergie, mhm, kurzfristig schnell einspringen können, ne? Genau, hoch oder runter gefahren werden können. Aber wir haben dann für die langfristige Speicherung unter anderem den Wasserstoff, wir haben Pumpspeicherkraftwerke. Genau. Aber du hast vorhin zu mir auch noch so einen Punkt gesagt, was sind denn auch noch Speicher? Also ja, also man muss auch mal einfach mal sehen, dass auch ein Produkt, was ich herstelle, ein Speicher ist. Denn ein Produkt, was ich herstelle, ist ja, dafür brauche ich ja Energie. Und wenn ich es herstelle, habe ich letztlich darin Energie gespeichert. Das heißt also tatsächlich auch die Produktion, die ganze Industrie flexibler gestalten, mehr sich daran anpassen, an diese Vorgaben oder an diese Bedingungen, die man dann hat, ist auch eine hervorragende Möglichkeit, Energie zu speichern. Wir wollen ja in einer Dunkelflaute nicht nur fahren und heizen und kochen, wir wollen ja auch noch weiter produzieren, ne? Und da habe ich wieder ein Stück Baustein und ein Stück Stellschraube in einem, wo ich anfangen kann, ganz langsam flexibel diese Prozesse flexibler zu gestalten. Da müssen jetzt aber alle Controller ganz, ganz stark weghören, ne? Weil wenn du denen sagst quasi, die sollen halt gewisse Produkte, die vielleicht energieintensiv zu produzieren, mhm, sind, schon mal vorproduzieren, schon mal beiseite legen. Das ist ja dann auch, mhm, eine Art von Speicher, sodass sie dann halt eben die Endmontage ihres Produktes auch während der Dunkelflaute ohne Probleme machen können, ja, weil sie haben ja diese energieintensiven, genau, Bauteile quasi schon vorproduziert. Ist aus der jetzigen oder aus vielerlei Sicht sicherlich nicht so schön, aber da muss mehr Flexibilität rein, mhm, sagst du, damit man dann einfach das besser geglättet bekommt. Das, ja, Ganze. Und das sage jetzt auch nicht nur ich, sondern das ist halt das, was du liest. Und das ist, mhm, letztlich irgendwo so ein Ding, dass wir alle vielleicht in den nächsten 20, 30 Jahren ein bisschen flexibler und ein bisschen anpassen. Ich meine, wer sich heute eine Photovoltaikanlage aufs Haus baut, ohne Speicher, bei dir dein Balkonkraftwerk, ja? Du hast auch schon gesagt, also nachts ist der Kühlschrank aus und Spülmaschine und Waschmaschine laufen tagsüber. Damit hast du schon Flexibilität bewiesen, die dir vielleicht vorher völlig egal war. Ja, also ich mache meine Waschmaschine an, wann ich eben Lust dazu habe. Jetzt sagst du, ich richte mich ein bisschen danach, weil es sinnvoll ist und B, weil ich damit auch Geld spare. Nämlich den Strom, den ich nachts verbrauche, der steht auf dem Zähler und der aufs Balkonkraftwerk kommt, der nicht. Aber der Balkonkraftwerk arbeitet nur tagsüber.
Du bist schon flexibel, ja. Und ich glaube, das, was wir so im Kleinen lernen, das kann auch sicherlich Stück für Stück aufs Große übertragen werden. Mir ist völlig bewusst, dass man nicht zu VW hingehen und sagen kann, heute bauen wir mal 300 Autos mehr, weil die Sonne scheint, dass die ganzen Lieferketten müssen sich darauf einstellen. Aber das ist zumindest ein Baustein, den man mal mit in Betracht ziehen kann. Und es steht in allen Szenarien drin. Flexibilität also auch in der Industrie. Und mit diesen Bausteinen kann man dann solche Dunkelflauten von einer Woche, 14 Tagen, auch 3 Wochen wirklich überstehen. Vielleicht sollten wir noch eine Sache sagen zum Thema Speichern, nämlich wir haben Wasserstoff angesprochen, aber auch das Synthesegas, was man aus Wasserstoff herstellen kann, ist natürlich ein hervorragender Speicher. Klar, es hat Wirkungsgradverluste, das ist richtig. Aber wir haben halt in Deutschland ein riesengroßes Erdgasnetz, wo man das durchschicken kann, problemlos. Mit Wasserstoff ist es nicht ganz so einfach. Man kann nicht beliebig viel Wasserstoff durch diese Erdgasleitungen schicken. Und wir haben immer klar gesagt, Wasserstoff ist im Auto vielleicht nicht so sinnvoll. Synthesekraftstoff ist im Auto nicht so sinnvoll. Aber als Langzeitspeicher ist es schon eine Option, die man dann ziehen kann und ziehen wird. Und wir haben in Deutschland riesige Gasspeicher. Ich glaube, dass denen gar nicht bewusst ist, was wir in Deutschland für enorme Gasspeicher haben. Also Deutschland kann seinen Gasverbrauch 3 Monate lang komplett bedienen, ohne neues Gas nachzuordern aus dem Ausland. So eine große Speicherkapazität. Keine Dunkelflaute dauert so lange. Wir werden also irgendwann anfangen, diese Speicher dann mit Synthesegas aufzufüllen, Stück für Stück. Und dann daraus auch dann über solche Situationen hinwegzugehen. Du hast jetzt aber noch was Interessantes gesagt, und zwar, man kann nicht beliebig viel Wasserstoff durch das Gasnetz schicken. Das heißt, man kann einen gewissen Ja. Anteil am Gas kann man anreichern mit Wasserstoff Richtig. sozusagen, ne? Aber irgendwann ist dann Genau. Ende. Also das ist ein bisschen unterschiedlich. Also so eine Pi mal Daumenregel sagt so etwa maximal 15%. Ja, was man Wasserstoff beimischen kann, dann ist das alles noch vertretbar. Dann wird es halt, Wasserstoff ist was anderes als Methan, dann wird es ein bisschen kritisch. Das heißt also, der Transport von Wasserstoff durch diese Leitungen ist halt nicht unendlich möglich. Dann wäre es sinnvoller, tatsächlich aus dem Wasserstoff Synthesegas herzustellen. Das kann man dann problemlos, weil das ist wie CH4 durch die Leitungen schicken. Und wie gesagt, die Anwendung ist dann halt ganz wichtig, nicht? Also in ineffizienten Verbrennungsmotoren hat es nichts zu suchen. Das wäre wirklich totale Verschwendung. Aber eben vielleicht in Häusern, die nicht auf Wärmepumpen umgestellt werden können, Altbauten zum Beispiel, das wäre zu ineffizient. Dann musst du ja die Gasheizungen dann irgendwann auch mal befeuern mit irgendwas. Und dann ist ein Synthesegas dann letztlich besser fürs Klima als Erdgas zu verwenden. Also es gibt diese Möglichkeit, wir brauchen eigentlich vor der Dunkelflaute keine Angst zu haben. Wovor ich eigentlich nur Angst habe, ist, dass wieder mal die Politik ein bisschen langsam ist und man jetzt eigentlich wirklich volle Kanne voraus auch in Richtung Speichertechnologien gehen muss. Auch um diesen immer wiederkehrenden Argumenten, das geht nicht und was macht ihr denn dann, wenn der Wind nicht weht? Ne? Da jetzt mal zu sagen, so, nee, ist kein Problem, wir haben diese Speicherkapazitäten. Das wird auch erstmal Geld kosten, aber langfristig, glaube ich, wird das, und das sagen auch die Studien, die Preise für den Strom zum Beispiel eher sogar sinken lassen. Und das sind doch für mich eigentlich ganz positive Aussichten. Ja, und du hast ja hier dieses schöne Buch reingehalten, 2050 100%. Wir sind ja nun noch nicht bei 100%. Das heißt also, heute brauchen wir uns sowieso keine Gedanken machen um so eine Dunkelflaute. Nö, also rein technisch gesehen nicht. Das wird im Moment halt von fossilen Kraftwerken aufgefangen, ja. Und das, wo um den Wert, um die abgebaut werden, werden dann halt Genau. eben die Alternativen Richtig. quasi dazu gebaut. Genau. Das heißt also auch über die ganze mittelfristig, langfristig gesehen, wird es dann darauf hinauslaufen. Wir müssen nur, wie du gerade sagst, wir müssen nur jetzt am Ball bleiben und brauchen dann entsprechend die Ja, Speicher. also das ist völlig klar. Du sagst es genau richtig. Genauso, du hast es schon x-mal gesagt, wie nicht von heute auf morgen 46 Millionen Elektroautos aus der Fabrik gekippt werden. Kippen wir auch nicht morgen, schalten wir auch nicht morgen unsere fossilen Kraftwerke ab und dann ist morgen Blackout, sondern das ist ein Übergang. Aber dieser Übergang muss natürlich jetzt mal wirklich ein bisschen Drive bekommen, sowohl was die Kapazitäten antrifft, als eben auch was die Speicherkapazitäten anbetrifft. Da muss jetzt wirklich losgelegt werden. Wir hatten ja auch schon Volker Quaschning bei uns, der predigt das ja auch seit Jahren nach dem Motto, ihr müsst mal
im wahrsten Sinne des Wortes Gas geben jetzt, damit das kommt, damit das dann funktioniert. Weil sonst wird es auch immer wieder als Argument benutzt, es nicht so schnell, also diesen Umstieg nicht so schnell zu machen. Dass man den Ausstieg aus den fossilen Energieträgern nicht nochmal aufschiebt und nochmal aufschiebt. Weil man sagt, eben sagt, wir haben ja keine Speicher. Wir sind noch nicht so weit. Gehen, ne? Ja. Wie soll das gehen? Und das muss man durchbrechen, indem man da einfach mal klare Kante zeigt und Vollgas in diese Richtung geht. Dann wird das nämlich auch funktionieren. Und vielleicht nochmal als letzte Bemerkung dazu, auch im Industrieland Deutschland wird es funktionieren. Also wir werden hier nicht irgendwie auf landwirtschaftliche Gesellschaft zurückkehren müssen, sondern im Gegenteil, das ist eine hochindustrielle Technik, die wir da anwenden. Und auch Deutschland wird in Zukunft Industrienation bleiben und hoffentlich dann eben wirklich 2050 sagen können, wir haben es gepackt, wir haben den Umstieg geschafft, weil wir rechtzeitig in 2020, 2021 die Weichen gestellt haben. Was machst du hier im Dunkeln? Nix, nur ein bisschen Panik verbreiten.